schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog von uns. Heute oder beziehungsweise diese Woche werden das Büro einrichten. Ich war auch ein bisschen wieder neue Deko shoppen, werde ein bisschen hier umdekorieren und euch wieder in unserem Alltag mitnehmen. Viel Spaß mit dem Vlog! Immer wie es ist, so ne, hier mit Baby jetzt und allem drum und dran. Es ist so, als ob es noch nie anders war. Ich weiß nicht, ich denke mir, das ist normales Mama-Empfinden. Kleine wird jetzt schon 6 Wochen. Unglaublich. Also für mich ist es die Zeit so schnell verflogen und auch so irgendwie schön eingespielt in allem, dass ich das irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung habe, wie das vorher war. Auf jeden Fall, ja. Jeden Tag entdecken wir neue Sachen. Ja, die kann schon schön lächeln und ja, uns zuhören richtig und so. Das ist immer wieder schön, diese Entwicklung zu sehen. Ja, wie war das bei euch, diejenigen, die schon 2 Kinder oder mehrere haben? Ja, wie habt ihr diese Anfangszeit so empfunden? Also ich fand die jetzt im Nachhinein eigentlich gar nicht so schlimm. Das Schlimmste war für mich einfach, dass wir alle krank waren. Das war wirklich irgendwie nicht so ein schöner Start für uns, dass wir halt alle erkältet und krank waren, nirgendwo rausgehen konnten. Und das ist für mich halt immer so ein großer Punkt. Ich bin so ein Mensch, ich brauche andere Menschen. Also ich kann nicht immer, für mich ist die größte Folter, glaube ich mal, wenn ich irgendwo auf einer einsamen Insel wäre. Ich zeige euch gleich die Einkäufe, die ich bei Action gemacht habe und versuche die heute auch noch umzudekorieren. Mal gucken, ob ich das schaffe. Das wollte ich euch noch zeigen. Guckt mal, was wir schönes Geschenk bekommen haben. Das hat eine Freundin von mir selbst gebastelt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch so von bei Pinterest oder so. Gibt es als Geschenkideen sowas. Kann man kaufen. Und meine Freundin hat das einfach für mich so gemacht quasi als Geschenk. Da muss man echt Geduld und ein Händchen für haben. Ja, haben wir jetzt hier aufgehangen. Wobei ich jetzt das Schäfchen da noch umhängen wollte, mit einem anderen Bild austauschen wollte. Bis mein Mäuschen da hinten ruhig ist, zeige ich euch kurz, was ich gekauft habe. Einmal, das ist alles aus dem Action. Einmal so eine große Laterne, Lichtlaterne oder wie nennen die sich? Ich habe schon so viele davon, aber so eine habe ich noch nicht. Nein, Quatsch. Ich habe so 2 weiße, so ähnliche und hier die habe ich gedacht, die würde gut ins Bad passen. Da habe ich eher so eine Holzoptik, aber die passt bei uns aufgrund dieser Holzart eigentlich auch hier gut ins Wohnzimmer. Eigentlich überall, genau. Dann habe ich hier so eine Vase, die gab es auch mit anderen Farben, also auch mit Blautönen und Grüntönen. Ich habe erst überlegt, ob ich das in so einen Blauton holen soll, aber ich habe schon so vieles in Blau und habe gedacht, irgendwann werde ich bestimmt nicht mehr die blaue Wand haben und dann habe ich ja nur Deko in Blau. Nein, zu Blau finde ich für den Frühling, wenn es dann mal soweit ist, passt auch ja sehr gut Rosa. Ich habe ja auch für die 2 Poster habe ich ja auch so rosane Poster und auch Kissenbezüge habe ich dann in Rosa, werde ich dann nochmal austauschen. Also eher schon so für den Frühling, beziehungsweise werde ich es jetzt auch hier austauschen, weil es auch gut zu dem Tablett in Gold hier passt. Also Rosa und Gold, genau, das wollte ich sagen. Dann hier LED-Lichter. Die Kerzen sind jetzt fast schon alle ja, ausgebrannt, die waren noch vom Adventskranz. Und dann wollte ich eigentlich nur noch LEDs, wenn, dann anmachen. Noch Batterien gebraucht und 2 solche wunderschönen Körbe. Also ich finde die, ich habe die gesehen, habe mich sofort in die verliebt. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinstelle, aber ich muss die mitnehmen in 2 verschiedenen Größen. Und ich denke, die werden bei uns hier entweder beim Sofa so für so Kleinkram hinkommen oder am Kamin. Mal schauen. Übrigens hatte ich auch mal den Tipp bekommen, als ich beim Instagram mal gezeigt habe, dass bei uns an der Treppe hier meistens irgendwas liegt. Ich denke, das kennen die meisten, die 2 Geschosse haben, dass man ständig Sachen auf der Treppe ablegt. Ihr könnt gerne kommentieren, ob ihr das auch so macht. Ja, und alles, was nach oben hin muss, das dann nach oben gebracht wird. Aber glaubt mir, die Treppe ist manchmal so voll, dass man hier keinen Durchgang mehr hat und gar nicht mehr nach oben kommt, weil alles voll ist einfach. Und da hatte ich den Tipp bekommen, dass man einfach so Körbchen, so einen Korb hinstellen kann. Also muss jetzt nicht in der Größe sein. Dass die Leute auf der Treppe einen Korb abstellen und dann die Sachen da reingelegt werden, die da hoch müssen.
und das Körbchen dann hochgebracht wird, wenn dann einer hochgeht. Ich meine, im Endeffekt werde ich das hier eh sein, die das hochbringt. Dann hatte ich noch hier so eine flauschige Decke geholt, die muss ich gleich noch waschen. Ich habe gedacht, die würde ganz gut bei uns ins Wohnzimmer passen, weil ich jetzt auch ein paar beige Bezüge machen wollte mit rosa. Und das, der Teppich ist ja bei uns auch so flauschig, da hinten der. Dann würde das ganz gut dazu harmonieren, passt auch ganz gut zum Winter. Und dann habe ich hier noch Weingläser gebraucht, weil irgendwie ständig welche kaputt gehen. Und habe ich jetzt mal 4 Stück nachgeholt, auch alles aus dem Action. Ja, so schaut es dann aus. Ein schönes Weinglas. Übrigens auch, wenn ich gerade schon am Tisch hier bin, für alle, die gerade auch Mamas sind, hier das Buch, das ist sehr, sehr empfehlenswert, beschreibt die Wachstumsschübe. Hatte ich bei Lana schon gelesen, also immer während dem Schub habe ich dann immer zwischendrin mal gelesen, was sich so beim Kind entwickelt und was genau bei so einem Schub passiert. Und lese ich jetzt auch immer wieder mal rein bei der Kleinen. So, es ist schon ein Tag vergangen oder zwei, die ich gefilmt habe. Sind mittlerweile aber schon die Rollos gekommen, die ich jetzt hier machen möchte und hier. Und hier ein bisschen wieder aufräumen. Die Kleine ist natürlich mit dabei. Wir hören Kindermusik. Das Chaos wird jetzt heute endlich mal wegkommen, denn die Platte ist gekommen für den Tisch. Die wird einfach nur weiß sein. Wollte einfach ganz schlicht halten. Das ist eine Küchenarbeitsplatte, die wir im Obi geholt haben. Genau. Fell, die ist leider zu kurz für dieses Fenster. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Fenster bei uns gleich lang ist wie das Gäste-WC. Habe nur Gäste-WC gemessen. Ich weiß nicht, wieso ich dann nicht das hier gemessen habe. Fragt mich nicht. Auf jeden Fall, ja, muss ich es wieder zurücksenden. Ich hoffe, ich kriege das zurückgesandt. Und jetzt sortiere ich ein bisschen Spielzeug. Wir haben uns entschieden, hier die Küche mal ein bisschen auszusortieren und ein paar Sachen wegzulegen. Denn ich habe es gemerkt, immer wieder, wenn man die Spielzeuge austauscht, dann ist das Interesse viel, viel größer. Jetzt sortiere ich hier noch die Brettspiele, die wir haben. So, wir haben jetzt die Ecke hier, die Chaos-Ecke mal freigeräumt. Anton hat jetzt eine Säge besorgt. Und jetzt wird gesägt. Anton ist ja Perfektionist. Das muss ganz hier Wandanschluss an Wandanschluss sein. Ich probiere es mal. Genau, dass hier ganz bündig alles abschließen wird. Und die Wand ist natürlich nicht 100% gerade. Und dementsprechend will er das auch so ungerade sägen. Mal gucken. Die Baumarkt konnten die nicht. Also die Baumarkt könnten die nur so und so sägen. Und die konnten mir nicht direkt das Passende quasi raussägen. Deswegen müssen wir selbst Hand anlegen noch. Ja, und mal gucken, ob das dann klappt und ob dann diese Platte hier reinpassen wird. Ja. Tada! Jetzt wird aufgeräumt und passend gemacht. Ich freue mich mega, dass wir ja endlich mal Arbeitsplatz haben. Ich habe hier noch die Kleine am Arm, die Große schläft schon, Gott sei Dank. Und ja, wir hängen jetzt die Tür ein, oder der Anton besser gesagt. Ich bin ja so eine schlechte Helferin derzeit. Gell? Derzeit ist nicht mehr schlechte Helfer. Ja, weil die Tür einhängen kannst du mir nicht mithelfen. Und dann räumen wir hier
alles ein, gell? Wir machen jetzt endlich mal den Bürotisch weiter. Genau, ich bin vom Einkaufen gekommen, wir haben jetzt Abend gegessen. Hab hier noch ein bisschen das ganze Chaos. Das Mäuschen hier versucht einzuschlafen in der Wippe, beziehungsweise ja, ist so am Schlummern vor sich hin. Und die anderen zwei sind hier. Papa ist am Spielen und am Bauen gleichzeitig. Bei uns übrigens das beliebteste Spiel derzeit, Lotti Karotti. Ich glaube, das Spiel ist schon 100 Jahre alt. Auf jeden Fall ist der Anton jetzt hier unten. Was machst du hier unten? Ja, ich mache die Befestigung von der, weil wir wollen ja hier ziemlich viel Freiraum haben, ne? Damit wir mit dem Stuhl hin und her zwischen zwei Bildschirmen quasi rollen können. Und zwei PCs aufbauen wollen. Bist du die? Ja! mache ich das hier mit den Haltern wieder mal. Also die Schwerlasthalter, die wir für auch. Die haben wir auch in der Abstellkammer verwendet, ja. Also ich wollte zuerst die reinkleben, aber ich habe mich wieder an diese Dübel erinnert. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Die halten bombig echt. Wir haben ja diese Schwerregast, diese Regale festgemacht auch damit. Das sind von Wirt, die Dübel und dann eine Achterschraube. Also ich habe jetzt kaum reingedreht bekommen, die erste. Probiere ich hiermit auch, also das hält auf jeden Fall bombenfest. Kann man auf dem Tisch dann tanzen? Ja, das vielleicht nicht, aber... ja, also ist hier immer noch einseitig, also so ganz arg viel wird man hier nicht drauf drücken können. Die ist ja 75 noch, aber die wird schon stabil sein. Ja, also die Platte ist 75, also nicht eine gewöhnliche Küchenarbeitsplatte. Die haben wir die jetzt extra. Normal 90, ne? Die ist normal 90. Genau, normal ist die 90. Wir haben die jetzt schon auf 75 gekürzt. Und weil wir das für uns als Arbeitsfläche ja, optimal empfinden. Also nochmal ganz kurz zu den Dübeln. Die sind normalerweise für den Fensterbaubereich in den roten Steinen. Also in roten Steinen, in protonen Steinen halten die auch super. Ja. So Leute, jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie wir aus dieser einen Steckdose mehrere Steckdosen machen werden, ohne großen Aufwand. Wir haben nämlich hier nichts vorgesehen auf dieser Seite für die Büroanschlüsse, weil wir die ganze Zeit ja davon ausgingen, dass es auf der anderen Seite stehen wird. Achtung, Chaos, Chaos, Chaos. Ja, wir hatten ja hier die ganze Zeit den Tisch und ging auch davon aus, dass es immer so bleiben wird, aber aus Platzgründen müssen wir das hierhin verfrachten. Somit mache ich hier einen sogenannten Brüstungskanal. Dort kann man, wer das nicht kennt, kann man hier ganz einfach Dosen einsetzen. So, und in diese Dosen kommen dann auch Steckdosen rein. So, ne? So kommen die dann rein. Man kann dann natürlich sich ganz viele davon hinmachen. So viel, wie es halt passt. Jetzt bin ich noch am Überlegen, vielleicht den Brüstungskanal auch komplett hier komplett durchzuziehen, um die ganzen Steckdosen da noch zu verteilen, so dass man den Monitor zum Beispiel direkt einstecken kann und auch teilweise Netzteile da drin verstecken. Ich wollte eigentlich da oben her so einen Verdrahtungskanal hinmachen, wo das Ganze verschwindet, aber durch diese Halter wird das etwas schwierig jetzt. Ja, mal sehen, was sich da draus machen lässt. Ja, erstmal starten wir mal hiermit. So, Anton macht jetzt noch passend da hinten die Steckdosen. Genau. Also ich habe jetzt hier schräg. Weil wir schräg nicht. Habe ich schon erklärt. Achso. Habe ich eben erklärt. Also hier habe ich ein Loch in den Brüstungskanal gemacht. Da habe ich schräg aus der Dose durchgebohrt, weil ich will den ziemlich weit nach hinten haben. Sonst hätte ich den direkt auf die Steckdose gesetzt. Aber ja, ist zu weit dann. Ja, hier haben wir schon ein Netzwerkkabel vorbereitet. Und das Ganze kommt hier jetzt rein. So, und wir spielen hier. Anton ist hier da unten am Bohren. Die Kleine ist hier bei mir am Arm. Schon am Einschlafen. Und hier habe ich mir dann das Ganze angeschlossen. Hier die Steckdosen gesetzt. Und hier ist dann so ein Gigabit-Switch. Hier ist die Zuleitung. Von da aus gehen Drucker-PC und der Laptop raus. So, hier bauen wir uns so ein 60er Loch, damit ich hier eine Kabeldurchführung habe. Und dann muss ich noch gucken, wo diese Steckdose hin soll. Weil wir wollen hier nämlich den Drucker hinstellen.
und wissen noch nicht, wo man dann die platzieren kann. Guten Morgen, neuer Tag. Endlich kriegen wir es heute fertig, unser Ziel. Heute Büro endlich mal hier zu vollenden. Anton macht jetzt hier die Bohrung für diesen Kabeldurchführung. Genau, hier kommt ja der Drucker hin. Hier kommt der Drucker hin, da geht die Kabeldurchführung durch. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir das platzieren. Weil die war ja ziemlich praktisch, um Handy zu laden oder zum Beispiel hier. Genau, das kann man dann so reindrücken. Genau, also die geht dann rein, müssen wir nur mal gucken von der Platzierung. Ganz an der Seite, ich möchte das Ding nicht sehen, ja, aber, eigentlich. Ja, aber wenn der Drucker in die Ecke kommt. Ich begebe mich jetzt endlich mal an dieses ganze Chaos. Anton ist fertig mit seinem Videodreh, deswegen das im Hintergrund mit der Softbox. Und jetzt räume ich hier mal das ganze Chaos bei um. Und dann haben wir hoffentlich heute Abend ein fertig eingeräumtes Büro. So sieht es nämlich hier aus. Kind Nummer 1 ist bei Oma gerade. Weil manche sich immer fragen, wie wir das mit dem Dreh und alles hinkriegen. Entweder die sind dabei oder die sind gerade am Schlafen oder die sind gerade bei Oma oder im Kindergarten. Also jetzt gerade bei Oma und die andere schläft und das ganze Kabelsalat versuchen wir. Spielzeug ist auch immer mit dabei. Versuchen wir jetzt das Ganze mal schön zu gestalten. Da oben habe ich schon einen Teil hingestellt. Und dann lege ich jetzt mal los. Kings of the world, and tonight is our big round. We are kings of the world. Geschafft. Wir sind fix und fertig, dank Samstagabend. Ja, ich schneide jetzt das Video. Die Kleine ist auch schon wieder wach. Dann wird die Große auch wieder abgeholt. Ich zeige euch jetzt das Endergebnis. Also hier haben wir immer noch die Spielecke. Da kommt noch der eine Rollo hin, den ich ja falsch bestellt habe. Dann haben wir hier die Bester-Schränke, also von Ikea. Diese Bester-Regale, die hatten wir schon mal alle mal euch gezeigt und verlinkt. Das ist Antons Tafel, wo der ja immer dran arbeitet oder beziehungsweise seine Videos dreht. Und dann haben wir hier den kompletten Bereich. Hier oben kommt noch ein Regal hin, damit es an der Wand anschließt, durchgehend quasi ist. Genauso wie diese Tischarbeitsplatte. Wir überlegen vielleicht noch so ein zweites Alex-Regal zu holen oder ja, doch, das sind ja so Regale, ne? Aktenschränke, wie auch immer. Ja, wo der PC reinkommt. Genau, wo wir den PC drin verstecken werden. Ansonsten, wie gesagt, die zwei Schränke sind von Ikea. Das da oben ist auch alles von Ikea. Und die Tischarbeitsplatte ist 75 mal 2 Meter, was haben wir hier? 75 mal 2,77. Das ist hier die Länge mal Breite, die wir hier haben, genau. Und dann haben wir jetzt genug Platz, hier zu arbeiten, unsere Papiere auszulegen, so zu drucken, zu verpacken, auch die Planer und ja, generell. Jetzt sieht man den Kabelkanal nicht mehr, um zu zeigen, wie das Endergebnis ist. Genau, da ist dieser Kabelkanal, den der Anton gemacht hat. Und hier haben wir dann die ganzen Kabel in solche Schellen reingelegt, weil so ein durchgehender Kabelkanal durch diese Halterung nicht möglich wäre. Und die Kabel schließen dann wiederum hier oben an dem Bildschirm an und die Lautsprecher, genau. Und diese Lampe, die wir mega nur gut empfehlen können, die benutzen wir eigentlich immer hier zum Arbeiten. Genau, das war jetzt unsere kleine große Büro-Umbauaktion. Ich bin froh, dass wir jetzt fertig sind und jetzt hier etwas entspannter arbeiten können.